Oh Wow, was haben wir no. denn? Oh, Oh, Magnus wäre cool. Master no. Antimate, aber ich kann nicht widerstehen, ich habe Ancient. Wer hat die Viva? Wie kalt die Viva und Win Games? Aber Können Magnus nehmen. X ist Daily Hero Challenge. Ein Big X. X passt auch mit mir gut zusammen, ist in Ordnung. Ja, mit Magnus auch. Was hast du nochmal für ein Underlord-Land? Das passt bei mir alles nicht. Bin nicht mehr als Carry, als Position One. Viva. Ich kann auch, Oder ja, ich habe schon X. Bock auf Weaver. Kann man gemacht. Dann passt der Links ja irgendwie gar nicht so richtig rein. Naja. Naja, machen wir trotzdem. Irgendwie Bock auf Magnus. Muss ich jetzt echt Wann? am Aberlord spielen? Kann ich, Ernie, kann ich während des RPs mich umdrehen oder muss ich das kurz vorher starten? Das Umdrehen. Du musst dich vorher umdrehen. Also ich muss anfangen, mich umzudrehen Nee, und du dann kann ich musst das dich RP nicht machen, vorher oder? umdrehen. Ja. Du kannst dich während der RP drehen, Ernie. Ja, aber du musst erst die Du Richtung drückst RP und dann Richtung. Nein. Stimmt nicht. Glaube, ich habe mehr Magnus Wissen als du. Kann sein. Was zuerst AP, dann Irin? Nein, was drehen, dann Muss sich P? drehen und Dann dann direkt danach dann kannst hat du man die R3 Leute auf der Chris richtigen ausnehmen. Seite, das ist ganz cool. Ja, man kann sich ja bewegen in der Nein! Nein, RP-Animation. kannst Oder du nicht. während der Cast Animation kannst du Doch, dich während der bewegen. Cast Animation kannst du dich bewegen. Ja, wegen der, ja klar, während der Cast Animation. Das meinte ich ja. Wer ist in der Die Mitte? Turnrate reicht eigentlich. Ne, kannst du ja nicht. Doch, kannst du, ich hab's ja schon öfter gesehen. Gute Magnus können das. Du musst dich drehen und danach kannst du R drücken. Gute Magnus können das. Hey, ich kann das auch nicht. So, wer von euch ist in der Mitte? Ich. Wo bist du? Da bist du. Den habe ich. Jetzt wurdest du schon mit Wort zugesteckt, das ist mich irgendwie freundlich. Der Chat wird's dir gleich sagen. Hey. Du weißt auf jeden Fall. Ich dachte, man muss das ungefähr gleichzeitig machen. Also man kann sich Ach, anfangen nee, zu Moment, du drehen, musst auf jeden Fall eine Millisekunde vor. vorher praktisch. Und dann fängt er an, sich zu drehen und dann drückst du währenddessen AP. So hatte ich Ja, das halt im genau. Kopf. So, ja, genau. So läuft's. Ernie, gib mir mal den Ward wieder. Okay. Das habe ich Du drückst AP und kannst dich dann drehen. Ich habe Nein, mir gerade ein kannst du YouTube-Video nicht. dazu angeguckt. Es Kannst du geht. nicht. Alter, ich hau dich in die Fresse. Yeah. Ich hab's mir gerade angeguckt, Ernie. Es geht. Ja, bestimmt. Warte. Da, Ernie. Teacher Magnus, warte. 30 Da. Das sind nur das Fake News, die wird ja nicht Bitte guckt euch akzeptieren. an, während wir jetzt hier vor alle jetzt irgendwo sterben. Ich habe ja auch nur 135 Magnus Game. Ja, scheinbar hast du Ruhe. nicht so viele wie der Typ, der erklärt, wenn man Turn-Up macht. Ruhe. Spielen. Gut, dass ich nicht gewettet habe. Ich habe vergessen zu wetten. Ja, du verstehst es aber komplett falsch. Jetzt besprechen wir ein andermal. Hast du schon mal Magnus gespielt und das gemacht? Ich glaube, man muss. Nee. Ich glaube, ich bin relativ sicher, dass man Ja, auch, dass guck. man erst das Alter. anstarten muss, so eine Millisekunde vorher, und dann macht er die Turn-Animation während des RPs praktisch. Ja, Man muss das aber geht den Turn starten vor dem RP. Bin ich relativ sicher. Ich wollte nur das nochmal sicherstellen, dass ich das nicht falsch sehe. Das können wir mal dann irgendwie nochmal probieren. Okay. Hat kein Magnus. Also, das hat man doch falsch gemacht. Ein Power falsch gemacht. Ah, ich habe keine Power geskillt, weil ich ein Depp bin. Weil ihr mich hier voll labert. Also zuerst das Drehen starten, dann die RP. Ja. Wir haben eine Puck Support. Ist ja irgendwie hier oben ist die schlechte Laune Lane. Die nervt ja jetzt schon. Ernie, da steht ein Sentry. Also Vorsicht. No, noch gerade überlebt. Fuck you, fucker. Die Creeps von der Quap sind total so. Wenn ich die Quap angreife, ist denen völlig egal. Ich hab trotzdem keinen Bock nach vorne zu kommen. So, ne. Die steht da drauf, wenn die geschlagen wird.
Ich pulle. Mal ein bisschen aufpassen jetzt mit meinen B. Ja, ich sehe es schon. Musst du nur hinkommen. Schwierig, wenn die Lane da steht, wo sie steht. Blöder Dagger. King of Littlewood. Die Dudel Rangelane gegen mich, ich kann nichts machen. Ja, Quop. So doof bin ich auch nicht. Ich nehme unten. Achso. Ah, der ist ja weg. Fuck it. Na egal, dann. Der ist schon lange weg. Ja, also ich bin nicht darauf geachtet. Ich musste nur der Quop ausweichen, weil sie antizipiert hat, dass ich zu dem Schrein gehe. Und deswegen bin ich unten hingegangen. Oder wollte ich. So. Hol ich's mir jetzt. Heal. Nein, die Range. Okay, pack Gammelt hier rum. Nochmal Go machen. Ich hab kein Mana. Die Quop könnte halt hier noch. Die ist aus der Mitte weg. Ah, es geht wieder zurück zur Mitte. Enemies are ravaging your middle tower and it's a beautiful day. Our foes shall crumble. Ordinary days work. Ich hab Oracle versuchen zu töten. Ja. Aber Kopf muss man so auf den Burst Damage aufpassen am Anfang. Etwas nervig. Hook oben. Autsch. Oh, das sieht nicht gut aus. Alter, was war das für ein Burst, ey? Einfach mal 3/4% meines Lebens gebürstet. Warte, ich kann dich vorher botten. Nabe. Ist denn nur so eine volle Bottle? Ich hätte dich botteln können, das darum ging's. Sollte. Ja, die zwei Mana. Komm her. Immer die da. Na, schade, nicht lange noch. Was ist da denn los?
Hast du nochmal was mit Meta? Jetzt kein Mana. Korb in der Mitte, relativ low. Kann unten mal den Schrein benutzen. So, Skewer Level 1. Mal gucken, wie weit die Range ist. Jetzt hätten wir noch... Ah, ich hab dich geguckt. Sag doch was. Sorry. Ich gesehen, dass du überhaupt in Not bist. Die Korb... Der Fuß-Teleport. Ja. Korb ist missing, aber sie war relativ low. Wahrscheinlich wird sie erstmal eine Rune brauchen, wenn sie keinen Schrein oben benutzt hat. Illusion unten. Mhm. Können wir oben kommen? Da kommt die Korb vom Schrein. Ich laufe gerade nach oben. Ab hier. Mir noch nach einem Respawn. Der TP dazu. Einmal Root. Ich habe kein Mal mehr Mana. Könnten den Schrein gleich benutzen oben. Wer von euch den braucht. Kommt jemand mit runter? Lina mit. Die Korb hat jetzt Invis-Rune. Korb hat Invis-Rune. Nicht so geflogen werden. Aufpassen, ist in der Mitte aber noch wieder, okay. Mitte, Achtung. Mhm. Mid tower taking damage. Kannst. One's middle tower being attacked truly does send such a rapture have flowing through one's veins. So. Was war da unten? Queen of Pain hier. Ich push oben mal gerade ein bisschen. Oh.
Da liegt eine Region-Rune. Mhm, da liegen auch vier feindliche Helden. Hier kommt ein Ult. Bin auf dem Weg. Schön. Wir können zum Schrein gehen, alle. Okay, noch eine Bottle Charge, Annie. Ja, machen wir gleich danach dann. Können den Mid-Tower mal pushen jetzt ein bisschen. Oben ist der Sand, ist jetzt gezogen. Nehme ich mit. Und jetzt. Wir oben nicht ganz so weit weg. So, lass mal zusammenbleiben. Teilen so ein bisschen auf. Da supportet sich noch jemand hin. Okay, die Quops in der Mitte. Oben jetzt. Ja, lass den erstmal weggehen, dass die beiden zusammen oben sind. Oben sind drei. Okay, ja, da lachen wir am Tower vorbei. Und los! Wir rennen! Okay, sehr schön. Nice. Korb war gerade noch in der Mitte, dann relativ low. Wie gesagt, die sehen wir auch. Den Tower können wir easy holen. Da ist ein Enemy. Ja. Destroyed, that will teach them to defend themselves from an enemy force attempting to obliterate their homes. Ich gehe. Hm. 60 Sekunden noch. Fahr mal sie mit. Wave hier. Okay. Ich geh jetzt mal zurück in die Base gleich und komm dann in die Mitte mit Invis und Ulti, aber es ist noch 15 Sekunden auf Cooldown. They have committed everything on me. Mhm. Ich hab Dreamcall bekommen, Sonic Wave und... Ja. Das ganze Programm. So, ich kann gleich in die Mitte und bin dann Invis. Kann hier hin, wenn sie zum Tower gehen und kann dann ab Ulti ready. Ah, wo gehen sie lang? Sind sie gerade jetzt natürlich gerade da lang? Hieß mal mein Ult hier okay, runter. Unten ist Puck. Invisibility. Wo sind die alle hin? Unten der Puck. Der Oracle hier ist, die wollen uns in den Jungle rein. Dann wollen sie natürlich plötzlich nicht mehr. Bei unten. Die sind wahrscheinlich eher am Stream-Snipe. Man hat eh vorher gefragt, ob ich streamen oder so. Ja, krieg mal. Ich komm. Drei top. Das ist alleine der Oracle. Was? Hier ist noch einer. Mhm. Oh, ist hier. Oder hier. Oh, ist noch immer hier. Kein Mana gerade. Oh, hat kein Mana mehr. Ich habe auch kein Mana mehr, leider. Leider auch nicht mehr. Das ist jetzt nicht blöd, so wie wir hier stehen. Okay, sehr schön.
Na, willkommen. Autsch. Headshot genau ins Gesicht. Mir eine. Ich hatte eben einmal das Ult von Sniper mir gehört und habe gesagt, hä? Die haben doch gar keinen Sniper. Ich habe gerade Sniper zum ersten Mal in diesem Spiel gesehen. Halt aber auf der Safe Lane. Ja, aber auch sonst war der nie jetzt irgendwo zu sehen. Ist ja auch egal. Okay. Ja, komm mal nochmal mit, gebe ich jetzt einfach voll. Da ist eine Bounty. Noch einmal, komm her. Ja, komm her, das ist eh noch die Spawn auch wieder. Ich mach dich jetzt einfach. Ja. Ich mach dich voll. Du Sau. Ups, jetzt hab ich. So. Geiler Typ. Okay, ist gerade genutzt. Weg nach unten. Habe ich das jetzt überlebt? Mike. Ah, ist knapp. Ich hab gleich wieder Pit. Hä? Er ist weggeblinkt. Oh, ein Lack. Aufpassen unten. Curry, ja. War hier aber zu slow. Wie für einen Global Shop. Nehmen wir mal noch mit dazu. Ups, ja, ich komm. Die haben mich kurz gesehen. Aufpassen. Und wir sind halt noch am Stream snipen. So, wenigstens den. Nicht noch Mana! What the fuck? Peace now. I'm running. Lass mal den Schrein benutzen, damit wir Mana haben. Ja, warte ein bisschen auf Ernie, oder? Ja, ja. Idealerweise. Ernie, komm hoch zum Schrein. Auf dem Weg. Lass den Tower pushen und dann Mitte porten. Und das Sniper töten. Bei uns muss wissen. Warum ist mein Team jetzt eigentlich weggegangen? War beim Schrein. Ernie war total low. Ja, und dann geht ihr nicht mehr auf den Tier 1, sondern in die Mitte? Du bist gerade gestorben, da waren wir hier. Wir sind gerade diese 2 Meter gegangen, während du. So schnell konnten wir gar nicht runter. Ah, oh, da ist ein. Ah, oh, das ist ein Sniper. Gut. Oh, schön. Und nimm das Sniper. Nice. Natürlich. Wenn du die Korb kriegst, der ist ziemlich gut. Fuck. Jawohl, das war sehr schön. Wenn der Ernie nach Hause kommt. War noch schön geheilt von Oracle. Und von Region. Rune. Nice. Ach, so knapp verfehlt. Ach, Weaver. Centaur macht genau den gleichen Fehler wie eben, aber kommt nicht mit weg. Cool, ja. Ja. What? Okay, sehr schön. So muss das sein. Echt. Ich war Pat-Bot-Tipit. Mhm.
Okay, Oracle sind jetzt. Drei sind halt tot. Ich kann auch gleich einfach mal Oracle diven. Das Queen of Pain. Ich würde gern, aber ich werde blockiert. Ah, die Korb. Ach, das ist nicht abgelaufen. Ah, nice. Und das Sniper ist ja. Magic Damage wird genommen. Autsch. Zu viert, also zu dritt in der Mitte, einer oben, einer unten. Und wir haben Schrein falten. Oh, ich komm. Double Damage. Ult, noch 15 Sekunden auf Cooldown. So in 10 Sekunden, ne? Ja, dann warte ich mal da drauf. 3, 2, noch bis auf Cooldown, noch auf Ulti, wenn du reingehst und die scoutest. Gestorben. Ups. Ja, wenn du sie auf dich ziehst vielleicht. Naja, Ernie scoutet die mal weg. Nein, es ist noch auf Cooldown. Vor allem den Sniper erwischen. Ich sporting. No pain. Oh ja, no pain. Your top tower is under attack. Autsch. Und autsch. Sehr schön. Kann mir jemand erklären, warum Ancient diese plus 30 HP-Regenerationen bekommt bei den Talenten? Ist. Ein bisschen mehr als ja, Core spielen kannst. Ja, genau. Ich meine, selbst wenn du das auswählst, hält da nichts aus und das ist totaler Unsinn. Das soll er anders itemisen. Bestimmt geht das alles. Mit Attack Speed kombinieren und so und dann dem G und dann. Ach nee, keine Ahnung. Für mich mal eigentlich alles keinen Sinn. Ein bisschen tankiger wirst du. Kannst quasi 30 DPS bekommen, ohne dass du es merkst. Auf dem Weg nach unten, hab Ult ready. The enemy's bottom tower is fallen. Da ist keiner. Guck mal her, ein bisschen Bonus.
Ist da unten, okay. Go, go, go. Oh, das war knapp auf der Korb. Das war richtig knapp. Fuck. Einfach Ulti. Halli. Einfach weg ulten. Das war richtig knapp. Noch ein bisschen mehr Schaden gekriegt. Hätte es nicht gereicht. Wo bringst du uns hin? Bitte. Sekunden. Soll ich eher Shadowblade oder eher Forstaff? Ernie, was meinst? Hier würde ich Shadowblade machen. Use it! Oh mein Gott! Gesilenced! Ich hab es geschafft, ihn zu benutzen. Oh mein Gott, was das Timing. Ich bin in den Fight trotzdem nicht. Oder? Hat er gesilenced. Sehr schön. Danach. Die Quap noch. Autsch, das wird knapp. Greif an! Oh. Phew. Ultra Kill. Weaver ist immer so, so ein Scheiß. Was war das eher? Shadow Blade? Ich würde Shadow Blade machen. Ja, hatte ich auch überlegt. Queen of Pain. Ja, den ganzen Quatsch. Hm, genau, Shadow Blade. Ich hab auch ein bisschen überlegt. Metal Fury. Aber. Seit den Talenten und so habe ich Magnus das immer als Carry im Team gehabt irgendwann. Das ist eine Mischung halt. Du hast einfach das Carry-Potenzial immer. Mit dem neuen. Mit Blinkdagger, Echo Saber, genau, irgendwann noch ein Daedalus. Ja, ist schon super. Dann stellt er 5 Leute vor sich hin und haut 2x drauf. Ja, nehme ich jetzt die geilen 30 HP-Regenerationen oder über den Sekunden Cooldown weniger? Was? Sekunde auf was denn? Vortex. Ja, zum Eis-Vortex. Dann hat er noch 3 anstelle von 4. Cooldown oder ist er schneller procked? Was ist das genau? Nee, Eis-Vortex ist eine Magic-Damage-Erhöhung. Ach so, das ist das Ding. Auf dem Boden, stimmt. Da hast du eine Sekunde länger Cooldown. Weniger Cooldown hast. Weniger. Genau, länger Cooldown. Eine Sekunde mehr Cooldown. Alles richtig gemacht. Da das mit meiner Quest gut zusammen funktioniert, nehme ich mal den. Unten rennt der Sniper rum. Na, die Quap ist aber auch unten. Das ist zu gefährlich. Quap Sand, alles da. War in der Mitte. Oh, Double Damage. Bin auf dem Weg.
Double Damage, Empower, Chilling Touch, Reaver. So, ihr seid mal ready, ich bin in der Nähe. Du Scheiße. Nein. Ja, schade, dass ich hinter Wisch hatte. Ich hätte nochmal Guardians gehabt für dich. Wir hatten meinen Linkens getriggert. Was? Wir hatten meinen Linkens getriggert. Wahrscheinlich über Sniper-Ulti. Sniper ist ein bisschen Glas kennen, oder? Deso, Moonshot, Hurricane. Ja. Bist du schlau vielleicht gegen den Biber? Naja. Wenn der Pack ihn die ganze Zeit retten kann vor dir. Neues Meta, Pack Support. Ich finde die Ulti von Lina so cool mit dem Item. Sieht so geil aus, so Kamehameha-Style. Oh, wir porten alle runter. Oder nein, tun wir nicht. Never mind. Oh. Water behind! Das gewartet. Na, wollte ich schnell rausziehen. Oh. Ja, ich dachte, weil Erdi da ist, schafft man es wieder. Fabian. No. Na, war grad der Cent wieder auch. Also Zeit vielleicht noch geschafft. Oh, wir haben hier einen Schrein sogar, der ist aktiv. Alter, der Haste! Das juckt mich halt nicht. Was? Ja, muss den noch einmal die Vision behalten. Ja, reicht. Ist ein Oracle? Autsch! Na, du warst ja ganz okay. Nimm ihn mit. Ah, der ist eh tot. Nimm die Leiche mit. Ja. Rescue his body. Level 25 auf Weaver ist so albern. Da haben sie das andere Talent gebufft. Die Magic Resistance erhöht. Denkst du, das ist okay? Genau, jetzt nehme ich's. Weil es irgendwie 5% mehr ist oder so. Wow! Hohohoho. Er ist halt schneller als der Zelt! Ja, du bist schneller als Hasted, ja, du bist schneller als. Zu albern. War das erste Mal, dass ich Fieber seit dem Talent spiele? Das ist total schwachsinnig. Super. Das ist ziemlich albern. Wenn die Gegner den Neko als Main Carry haben, kannst du dir die 25% Dinge überlegen, aber sonst. Kannst du eigentlich. So 99% der Spiele ist das einfach besser als ungefähr alles andere. Nein, kann durch das Shrapnel nicht durch. Also kein. No. Kein Blinkdagger. Einfach draufhauen und dann raus mit mir. Die Kühe ist noch genau getimed. Alles richtig gemacht. We got it. Alles richtig gemacht. Ja, nicht der irgendwie 35 zu 1 oder so? Nö, ich hatte ja irgendwie mit 1-4 angefangen.
Das ist ja echt der Knall. Ja, ja. Next Level Bait. Na, der Stun war eklig. Oh oh. Ich glaube, du musst dich zurückkaufen. Am Rück mit Underlord. Schau mal. Wenn Underlord noch lebt. Das ist aber eine eklige Range halt. Hypercord Eagle Song. War nicht so schlecht. So, Chase. Nice, nice. Oh, schade. Können wir jetzt zum Schrein teleportieren? 15 Sekunden noch. Geh unten zum Schrein. Nein. Oh. Bitte. Könnt unten noch mal das Gleiche machen. Damit Ulti wieder rausgehen. Oben pusht jetzt eine größere Wave. Ja, vorne mit verteidigen. Okay. Go, go, go. Ey, was sagst du? Hochlaufen, BKB, alles an und wir haben die Rex tot und Botten weg. Ja, nicht, liebe Empower. Ja. Ja, weiß nicht, könnte klappen. Wenn ich aufpasse. Diesmal bleibe ich mal hinten vernünftig. Ja, ich auch. Ja, okay, dann. Die sind hier. Die waren über uns. Hinter uns der Sand. Passt auf, hinter uns der Sand. Bisschen raus. Wir haben die Glyphe ziehen müssen. Wir machen das einfach noch und nochmal und fertig. Keine Glyphe mehr. Ja. Ja. It's the way of Underlord. Man findet immer irgendeinen Weg zu retten. Es ist halt sehr billig, weil du kannst ihn nicht töten in der Zeit. Ja, nee, komm in die Mitte. Okay, ich bin noch weg in die Mitte mit AP. Bullet. Oh shit. Dash. Das hat weh getan. Bullet. Nice. Game is over. Waren das 2 Sekunden? Nein, das war nur 1 Sekunde. Fehlt noch 1 Sekunde für meine Quest. Was war deine Quest? Ah. Schnell beenden. Was ist denn deine Quest? Ich muss die Gegner verlangsamen, wir müssen nur in dem scheiß Flächeneffekt von drinstehen. Ah. Also Oracle. Komm, eine ja. Sekunde. Einmal in die Base. Ich will überhaupt nicht weg. Nein, ich auch nicht. Nicht weg. Ja,
Ist erfüllt, oh Gott sei Dank. Schade. Nicht schnell genug gewesen. Oh, schade, ja, ne? Ja, oh. Jetzt sterbe ich. Schnell das Spiel beenden. Könntest du bitte einfrieren, du Arsch? Stirb endlich! Ich finde immer noch, das fehlt mir, dass man danach eine Zahl sehen müsste, wie viel Schaden ihr kriegt. Das wäre so geil. Dass das manchmal. 5 Millionen. Ja, manchmal schon. Ja, wenn dann beide, so eine grüne für die Heilung in der Zeit und eine rote für den Schaden in der Zeit. Warum kann eigentlich ja, die in der Pit können sie in dem Root angreifen, aber. Es gibt verschiedene Roots. Es gibt noch einen anderen Root, wo sie auch angreifen können. Und bei Trillion kannst du es nicht und ein paar andere auch nicht. Bei denen kannst du es auch nicht. Ja. Wo läuft die Scheiße hier? Ich hab auch hier ready. Aber ist keiner mehr da. Kauf dir einen Refresher. Und dann mal einfach. Solo, Five Man, Double Up. Ja, es reicht aber nicht ganz gerade. Ich komme nicht bis zum bis zur Base. Weg. Daedalus. Das schon noch, wenn schon. Die Bad Männer, das immer vor den Gegnern zu schreiben. Ja, wirklich, Marvin, was ist denn hier los? Ziehst uns hier runter. Hm? Der kann doch nicht von GG schreiben, das musst du schon denen überlassen. Ich stehe jetzt da hier wie die größten Arschlöcher. So. Überhaupt. Hm. Soll ich da nur easy schreiben, wenn ich nicht GG schreibe? Kannst du ein Fragezeichen schreiben, schon das geht. Fragezeichen, das geht immer. Ja, oder so, genau. Für die Spanisch sprechenden. Ach nur, es ist's. Was brauche ich eigentlich? Oh, ich muss mit Echo Saber Leute slowen. Oh, ich muss tatsächlich auch noch machen für die Quest. Ah, nicht das Spiel beenden. Ja, jetzt schon los! Ah, da war jemand. Nur noch slowen jetzt. Mir alles egal, Ulti ist mir völlig wurscht. Ich brauche Rod of Atos. Wenn ich jetzt sterbe, ist du musst mit dem Echo Saber slowen. Um was wirst du mit Rod of Atos slowen? Das. Okay. Also, hö, wo gibt's denn einen Raum? Es ist 40. Einmal, ein Slow noch mit Echo Saber. Nicht beenden, please. Ich hab geblinkt. Tötet ihn. Oder tötet ihn. Nein, tötet nicht mich, tötet den anderen Support. Tötet niemanden. Autsch. Haha. Ey, was hat denn dieser fucking Sniper gegen mich? Frisst das? Nein. Der Tod? Ich glaub schon. Was, es hat nicht gezählt? Mann, jetzt. Ja, weil er nicht geslowt wurde. Warum wird der nicht geslowt? Weil er eh schon gerootet ist, oder was? Ah, jetzt, danke. Hey, fuck this nicht shit. Beenden. Mein Blink-Ding hat nicht gezählt. Na. Tut es! Was? Was macht ihr denn? Anfängt. Wieder mit irgendwelchen blöden Quests hier noch am Start. Riffi war Portale weg, noch eine Quest machen müssen. Nein, jetzt beendet ihr. Oh nein, Desaster. Ist ein Quatsch. Ah. Zwei Roots hätte ich noch gebraucht. Good game. Good game. Aber Reaver ist geil, oder, Ernie? Ja, macht schon Spaß. Das macht echt Spaß. Habe ich mich ein bisschen überschätzt. Ja, aber du kannst mit Reaver hast halt beides. Du hast so krasses Chase-Potenzial, ein bisschen in den Teamkämpfen ganz gut. Und kannst aber auch extrem gut Split-Pushen. Das ist halt völliger Schwachsinn. Auf 25. Sie haben den Swarm genervt, das merkt man schon auf den ersten Leveln. Aber. Du bist 27,9. Bist du endlich raus aus deiner Low Priority? Ach, sauer, so schön jetzt. Ich, ja, da weißt du noch, Flame, Tag, Flame euch, dann könnt ihr mich reporten. Stimmt, ich kann dich ja noch reporten. Das kann man sogar, ne? Aus der Gruppe rausgehen und dann. Kann man in der Party nicht reporten? Natürlich. Wenn man rausgeht aus der Party. Ich kann Fever jetzt reporten. Oder dich. Rubia, das müsste glaube ich gehen. Dann kriegt alle Daumen nach oben, weil ihr so super seid. So. Bestechung.
alle einen Daumen nach oben, weil ihr so geile Typen seid. Geht nicht, ich habe ihn commanded. Oh. Aus Versehen, ich wollte ihn reporten, nein. Ihr hässlichen Fucker. Ich kann auch nicht reporten. Habt ihr es echt probiert, oder was? Ja. Ja. Du bleibst in der Low-Prio. Wieder in der Low. Nochmal 5 Spiele drauf. Ja. Geht nicht wieder. So muss das sein. Naja. Ja, ich bin erstmal raus, was essen. Ja, ich auch.